Wenn du deinen Ex oder deine Ex selbst betrogen hast und sie wieder zurückhaben möchtest, dann habe ich hier ein paar Wörter für dich. Herzlich willkommen bei Auch ohne dich glücklich. Mein Name ist Oksana Fayado, ich bin psychologische Beraterin, Soziologin und Seminartrainerin. Zuerst musst du herausfinden, warum du deine Ex oder deinen Ex betrogen hast. Und zwar für dich im stillen Kämmerlein. Dabei musst du achten, dass du nicht in deine Scham, Verurteilung und Selbstbashing hineinfällst. Für dich im stillen Kämmerlein heißt es, du kannst voller Empathie und Liebe zu dir selbst vorurteils- und urteilsfrei in dich hineinschauen und ein Gespräch mit dir selbst führen. Diese Selbsteinsicht ist wichtig, damit du überhaupt zu deinem Ex oder zu deiner Ex womöglich noch Zugang bekommen kannst. Wenn du deine Untreue bereust, dann musst du dich als erstes fragen, warum, wie konnte es zu dieser Untreue kommen? Und dazu schau dir mal bitte mein Video an, die Wahrheit über Untreue. In dem Video erkläre ich, dass wir Menschen alle Bedürfnisse haben. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir gewisse Bedürfnisse in unserer Beziehung nicht erfüllt bekommen und aber trotzdem in der Beziehung bleiben wollen, greifen wir häufig zu einer Schnelllösung, und zwar zur Untreue, um diese Bedürfnisse temporär zu erfüllen. Du musst dich deswegen fragen, welche Bedürfnisse habe ich versucht, mit meiner Untreue zu erfüllen? Dann schau dir deine Ex-Beziehung an. Warum war es nicht möglich, dass diese Bedürfnisse dort befriedigt werden? Sei bitte ganz ehrlich zu dir selbst. Warst du und bist du dir eigentlich über diese Bedürfnisse überhaupt bewusst? Wusstest du, dass dir das gefehlt hat, was du versucht hast, mit deiner Untreue abzudecken? Und wenn ja, hast du es deinem Partner oder deiner Partnerin kommuniziert? Wenn du es nicht kommuniziert hast, warum hast du es nicht kommuniziert? Bevor du überhaupt auf deinen Ex oder deine Ex wieder zugehst, musst du diese Fragen für dich beantworten. Was hat dir gefehlt und warum hast du es nicht kommuniziert? Und das Wichtigste, wenn du deine Ex oder deinen Ex wieder zurückhaben möchtest, wie gedenkst du, in der Zukunft sicherzustellen, dass diese Bedürfnisse von dir erfüllt werden und zwar ohne wieder zu betrügen? Wenn du das nicht weißt, dann lass bitte die Finger weg von deinem Ex. Brich ihm nicht noch einmal das Herz. Das ist nicht fair. Du musst einen Weg finden, um deine Bedürfnisse zu erfüllen. Und wenn dein Partner erwartet, dass diese in einer monogamen Beziehung erfüllt werden, dann musst du einen Weg finden, wie diese in der monogamen Beziehung erfüllt werden. Oder du musst diese Beziehung lassen. Du musst also eine Idee und sogar einen wirklich Plan haben, wie du eine erneute Untreue vermeiden wirst. Du musst auch den Mut haben, zuzugeben, wenn diese Bedürfnisse von dir in dieser Beziehung nicht erfüllt werden können, weil sie vielleicht inkompatibel mit den Bedürfnissen deiner Partnerin oder deines Partners sind. Hab den Mut, dir selbst zuzugeben, dass das, was du gebraucht hast in dieser Beziehung, auch in der Zukunft nicht gegeben werden wird können. Hab den Mut. Der nächste Schritt ist dann, wenn du jetzt auf deinen Ex oder deine Ex zugehst, einer, den sehr, sehr viele vergessen. Du musst die Verantwortung dafür übernehmen, was du gemacht hast. Du bist nicht schuld, dass du diese Bedürfnisse hattest und hast. Deine Bedürfnisse sind in Ordnung, egal welcher Art sie jetzt waren. Du wolltest Freiheit, du wolltest angesehen werden, du wolltest attraktiv wirken, du wolltest Nähe, du wolltest Sex, was auch immer. Deine Bedürfnisse sind in Ordnung, aber du musst die Verantwortung dafür übernehmen, wie du diese Bedürfnisse befriedigst, wie du diese Bedürfnisse erfüllst. Wenn du eine Beziehung mit jemandem eingegangen bist, eine monogame Beziehung, dann hast du auch einen ungeschriebenen Vertrag, dass du gewisse Bedürfnisse nur innerhalb dieser Beziehung erfüllen wirst. Und wenn du dann irgendwann mal merkst oder spürst, dass es nicht geht, dann hast du die Pflicht, es deinem Partner zu kommunizieren und hast das Recht, gehört zu werden. Schon. Aber du musst es zumindest kommunizieren, klar und deutlich. Und du darfst keine Angst davor haben, dass die Antwort sein wird, ich kann es nicht erfüllen, ich kann es dir nicht geben. Vielleicht bist du jemand, der täglich Sex braucht und deinen Partner oder deine Partnerin möchte einmal in der Woche.
dann geht das einfach nicht. Das ist inkompatibel, egal wie sehr ihr euch liebt. Du musst den Mut haben, zuzugeben, dass diese Bedürfnisse extrem wichtig sind. Und du darfst nicht hinterhältig dich dazu entscheiden, diese Bedürfnisse geheim zu erfüllen und trotzdem andere Annehmlichkeiten der Beziehung mitzunehmen. Das ist unreif. Das ist nicht fair. Was reif und fair ist, mit dir selbst ein Gespräch zu führen und dich zu fragen, wird es möglich sein, dass diese Bedürfnisse in dieser Beziehung, im Rahmen dieser Beziehungsverträge, dieser Beziehungsvereinbarung erfüllt werden können? Und wenn nein, ich muss weg. Und das dann deinem Partner auch direkt kommunizieren. Du wusstest, dass dein Ex oder deine Ex Treue erwartet hat. Du hast dich trotzdem dazu entschieden, diesen Vertrag zu brechen. Du allein bist dafür verantwortlich. Wofür dein Ex oder deine Ex verantwortlich sind, ist deine Kommunikationsversuche, falls du welche gewagt hast, zuzulassen. Und frage dich deswegen zuerst, habe ich es überhaupt geschafft, meine unerfüllten Bedürfnisse zu kommunizieren? Habe ich überhaupt versucht zu kommunizieren? Habe ich klar und deutlich gesagt, was ich brauche und was ich benötige, um glücklich zu sein? Und war das möglich, dass mein Partner das erfüllt? Hat mein Partner sich bemüht oder kann er eigentlich das, was ich brauche, nicht erfüllen? Wenn du also auf deine betrogene Ex oder deinen betrogenen Ex wieder zurückgehst, dann musst du die Verantwortung dafür übernehmen, dass du ihm oder ihr Schmerz hinzugefügt hast. Du musst dich nicht einfach nur entschuldigen, sorry, wenn ich dir wehgetan habe. Du musst diesen Schmerz nachspüren. Wenn du wieder in die Verbindung gehen möchtest, dann musst du diese Emotionen, die dort als Konsequenz deines Handelns entstanden sind, nachempfinden. Du musst mit voller Empathie und mit vollem Verständnis da hineingehen. Das bedeutet auch, dass du in volle Transparenz wirst gehen müssen. Dein Partner fühlt sich komplett betrogen. Dein Partner hatte eine Beziehung mit dir angefangen, ist eine Beziehung mit dir eingegangen mit gewissen geschriebenen und ungeschriebenen Regeln. Diese Regeln sind jetzt gebrochen worden. Es ist nur verständlich, dass deine Ex oder dein Ex jetzt kein Vertrauen mehr in dir haben. Und wenn sie es aber trotzdem noch aufbauen möchten, noch eine zweite Chance geben möchten, dann müssen sie gewisse Fragen stellen. Und du musst diese Fragen beantworten. Wenn du wieder in die Verbindung mit deinem Ex oder deiner Ex gehen möchtest, dann musst du auch diese Verbindung zulassen. Das bedeutet Transparenz, Authentizität. Dafür musst du deine eigene Scham zur Seite stellen. Das Gefühl der Schuld und Scham musst du zur Seite stellen, wenn du jetzt wieder in Verbindung gehen möchtest. Das ist eine Herausforderung für dich. Häufig, wenn wir betrogen haben, wollen wir diese Fragen nicht beantworten. Was genau ist geschehen? Wie war das? Weil wir uns schämen. Aber dann bist du wieder im Verstecken. Wenn du dich schämst und wenn du diesen Fragen entweichst, dann bist du wieder im Rückzug. Dann bist du nicht in der Verbindung. Und wenn du deinen Ex oder deine Ex zurückhaben möchtest, dann musst du in die Verbindung gehen. Du musst jetzt so wie nie zuvor transparent, offen und ehrlich sein. Du musst jetzt so wie nie zuvor kommunizieren, dass du die Verbindung möchtest und bereit für diese Verbindung bist. Und für die Verbindung braucht es Transparenz und Authentizität. Deine Partnerin oder dein Partner werden jetzt voller Schmerz in dich hineinstürzen, mit den ganzen Emotionen, von denen du eigentlich auch gar keine Ahnung hattest, wie tief sie eigentlich waren. Diesen ganzen Schmerz musst du jetzt teilen. Nicht nur, weil du ihn verursacht hast mit deinem Verhalten, sondern auch, weil du jetzt der Partner sein möchtest, der neue wieder Partner sein. Und Partner fangen den Schmerz des anderen auf. Das bedeutet auch, dass du dich nicht so entschuldigen wirst. Es tut mir leid, wenn ich dir wehgetan habe. Ja, ich wollte es ja nicht. Ja, sorry, wie oft soll ich mich noch entschuldigen? Du entschuldigst dich folgendermaßen. Ich sehe, wie sehr ich dir wehgetan habe. Es tut mir sehr leid, dass ich dir wehgetan habe. Es tut mir sehr leid, dass ich das und das gemacht habe.
Du nimmst an diesem Schmerz teil und du übernimmst die Verantwortung. Du entschuldigst dich nicht, wenn du wehgetan hast, sondern dass du wehgetan hast. Du entschuldigst dich dafür, dass du jemanden angerufen, mit jemandem geschlafen, was auch immer, dass du das gemacht hast, nicht wenn. Du validierst die Gefühle deines Ex oder deiner Ex, weil sie sind valide. Und dann musst du auch diesen Raum und diese Zeit deinem Ex oder deiner Ex lassen, um das Vertrauen wieder langsam aufzubauen. Aber dein Ex oder deine Ex müssen bereit sein, dieses Vertrauen wieder aufkommen zu lassen, diese Beziehung wieder zu erleben. Wenn sie es nicht sind, dann werden sie dir das auch immer wieder vorwerfen. 10, 20, 30 Jahre, immer wieder das Gleiche. Sie müssen bereit sein, abzuschließen. Aber du kannst sie nicht dahin zwingen. Wenn du merkst, dass dein Ex oder deine Ex nicht bereit sind, dir zu vergeben und es für dich einfach zu viel wird, dieses ständigen sich schuldig fühlen und dieser Beschuldigung, dann wirst du gehen müssen. Aber du musst ihm Zeit lassen. Du musst deiner Ex die Chance geben, wieder langsam zu sich zu kommen, wieder langsam zu dir zu kommen, das Vertrauen zu dir aufzubauen. Und du musst dabei sein, du darfst nicht abhauen, weil mit deiner Untreue bist du ja schon abgehauen. Vielleicht testet deine Ex oder deine Ex dich jetzt auch. Wirst du jetzt wieder abhauen? Guck mal, in welchem Schmerzen ich gerade bin. Guck mal, wie schlecht es mir gerade geht. Wirst du Raum haben für diesen Schmerz? Wirst du dabei sein, um es mit mir mitzuerleben? Oder wirst du wieder abhauen? Wenn du wieder diese Beziehung haben möchtest, dann darfst du jetzt nicht abhauen. Du musst dann jetzt aber diesen Schmerz mit ausbaden. Du wirst es schaffen. Alles wird gut. Bis zum nächsten Mal.